liebe Leute, willkommen zurück zu Mad Games Die, Mad Games Die, Entschuldigung, zu Mad TV meine ich. Habe ich gut vertan hier. Was ich euch nur sagen wollte, in der letzten Folge waren wir auf dem Weg, beziehungsweise wir sind immer noch auf dem Weg, Semis zu holen. Ja, was bedeuten die Semis? Wenn man ein Semi gewinnt, da kriegt man Image dazu, ne? Das heißt, ich verliere jetzt natürlich mit den schlechten Sendungen hier jede Menge, wie soll ich sagen, jede Menge Image. Zum Beispiel wird hier auf Sun TV ein Colt für alle Fälle gezeigt mit 1,7 Millionen Zuschauern, 24% Zuschaueranteil. Hier wird auch eine Science-Fiction-Serie, oh mein Gott, die KI ist echt stark auf schwer, ne? Hier werden für 2,2 Millionen mit 32% Marktanteil wird die Serie Alien Nation gezeigt. Die Folge 1, der Psychotrip. Ja, ist hier die erste Folge, sein gefährlichster Stunt. Also 24%, 32% und ihr seht, wir haben 6. Also wir haben fast nichts. Da schaut auch nur der Opa zu. Weil das eine Kultursendung ist, das interessiert scheinbar nur die Opas. Ihr könnt ja später schauen, da schauen dann später auch andere Leute rein. Aber aktuell ist nur der Opa da, der sich dafür interessiert. So, und hier bei Image sehen wir haben jetzt wieder verloren, weil wir die wenigsten Marktanteile haben. Oder ja, genau, den wenigsten Marktanteil. Und wir werden immer eins verlieren, wenn wir den wenigsten haben. Deswegen müssen wir im Laufe der Zeit irgendwann mal die Kurve kriegen, ein paar bessere Filme kaufen, dass wir unsere Konkurrenten ausstechen. Also Dr. Zhivago kann ich jetzt schon sagen, wird bestimmt nicht viele Imagepunkte für uns holen. Das ist halt auch ein riesen Block an Film und das ist halt nicht ganz so toll, ne? Also ist halt sehr günstig. So, morgen können wir auf jeden Fall mal mit einer Serie loslegen. Das können wir schon mal anschauen. Was haben wir hier noch, was wir noch nicht gezeigt haben? Wie ihr seht, unten bei aktuell ist der Wert von dieser von Götterwelt von Bali ist eben auf 0, auf die Hälfte zurückgegangen, weil wir es eben schon gezeigt haben. Ne? Kultur heute können wir immer zeigen, das ist immer aktuell übrigens. Wohnen am Atomkraftwerk können wir mal irgendwie Abend reinklatschen. Das ist nur so ein bisschen zum Geld verdienen, das Ganze. So Krimi haben wir schon gezeigt, die Vögel, oder? Nee, die Vögel haben wir noch gar nicht gezeigt. Okay, dann können wir morgen tatsächlich ein Krimi mal um 19 Uhr zeigen. Wie gesagt, das sind die Blöcke, wie lange man senden kann. Von 18 Uhr bis 1 Uhr geht, also der Tag geht eigentlich um 17 Uhr, glaube ich, immer los. Und dann geht es eben bis 1 Uhr nachts, dann endet der Tag. So, Unternehmen Petico haben wir schon gestern gezeigt, deswegen ist der Aktualitätswert ganz schön unten. Und der Love Story von La Strada, ach, den können wir morgen tatsächlich auch reinklatschen. Ne? Dann machen wir mal hier La Strada und da die Vögel. Wobei die Vögel würden sich eigentlich hier besser eignen. Ja, dann lassen wir es mal so. La Strada eigentlich ist ja sowieso nirgendwo, weil das ein super günstiger Film ist. Und ja, der Film ist von 1954, ist halt in 1991 auch schon älter gewesen und heute sogar noch älter. Aber wir haben tatsächlich den ganzen Morgen hier Tag verplant. Das ist doch schon mal was. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld reinkriegen könnten, heute, könnte man vielleicht einen zweiten Sender kaufen. Dann hätten wir viel mehr Optionen zum Ausstrahlen von besserer Werbung. Ne? Hoffmann, Eskal, Softjob. Hoffmann ist, glaube ich, auch ein ganz schlechter Werbeblock. Also die KI ist halt natürlich nicht ganz so schlau wie wir mit den Aussuchen. So, was haben wir hier? Wir haben 1,21%, 21%, 21%. Okay, gucken wir mal als erstes direkt, ob wir hier bessere News haben. Wir haben 55.000 Geld inzwischen, weil wir jetzt gerade Softshop zu Ende gezeigt haben. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie viel Zuschauer wir haben bei den nächsten Session. Und zwar bei Dr. Zhivago am ersten Block 0,56. Das heißt, wir können Rushware zu Ende zeigen. Ja, wunderbar. Rushware. Okay, das ist schon mal 85.000 Geld zusätzlich. André Design bringt fast leider fast gar nichts und dafür brauche ich. Wir haben noch La Baguette hier und Bike Shop. Also dafür kommen wir auf jeden Fall raus, weil mit Backshop mindestens 5.000. Ja, hier ist auch 8%, Gott sei Dank. Das Schöne ist, wie ihr seht, wir haben jetzt kein Image verloren, weil der hat auch nur 8% Marktanteil. Wenn zwei Sender dieselbe Prozentzahlen haben als Marktanteil, da verlieren die nichts. So, wir haben jetzt ein bisschen Glück gehabt. Was zeigt er da eigentlich von Schmarrn hier? Auch ein Monumentalfilm, Flucht von Alcatraz. Ah, okay. Hätten wir, glaube ich, auch kaufen können, ne?
Aber das war, glaube ich, zu teuer. War das nicht so? Oder es war teurer als Dr. Zhivago. Wir könnten hier tatsächlich jetzt einen neuen Fernsehsender kaufen. Und wisst ihr was? Ich mache das auch. Ich riskiere es mal. Ich guck mal, ob ich irgendwo noch so einen Spot finde, wo wieder 1,2 Millionen oder 2 Millionen Leute maximal sein können. 2 Millionen ist für 50.000 Geld tatsächlich das Maximum, ne? Gibt aber leider nur ganz wenig Plätze, wo das möglich ist. Muss mal schauen, ob ich irgendwo noch so ein Fleckchen erwische. Hier, 2 Millionen Zuschauer für 50.000, das holen wir. Je höher die Zuschauerzahlen natürlich, umso größer auch der Unterhalt dafür, ne? So, ich würde mal sagen, wir gucken mal zum Chef. Gucken wir mal, ob der uns irgendwas sagt und ob der uns eventuell einen Kredit gibt. Ich hoffe, er kündigt uns nicht direkt. Ah, nochmal 200.000, niemals, sagt er. Ich könnte ihn beleidigen mit Blödmann. Dann schmeißt er uns vielleicht raus. Ich brauche das Geld aber oder wenigstens 100.000. Ich probiere es mal damit. Raus! Okay, er hat uns nichts gegeben. Leider kostet den Krediten natürlich auch Zinsen. Ne? Ich versuche es nochmal. Dann wenigstens 100.000. Aber kommen Sie nicht noch einmal. Also wir haben jetzt 100.000 Geld gekriegt. Wunderbar. Sollen wir jetzt bessere Filme oder ich hole mir noch eine Fernsehstation? Leute. Wollen wir tatsächlich noch eine. Ich will das Labaguette heute unbedingt nochmal senden und eventuell ein paar bessere Werbungen kaufen. Gucken wir mal, ob wir noch so einen guten Spot erwischen hier irgendwo. Auf 50.000. Das bringt ein bisschen. Die Mauseinstellung ist halt nicht perfekt, ne? Nehmen wir irgendwo für 50.000. Ups, ups, ups. 7 Millionen. Ich darf mich jetzt auch nicht verklicken. Für 100.000 wäre mir zu viel, zu teuer. Da was zu holen. Hier war 1,9 Millionen. Das ist schon mal nicht schlecht. Irgendwo war das hier. So, wir haben jetzt 185.000 Geld, ne? Warte jetzt mal, das mache ich dann später. Schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Guck erstmal in die die Newszentrale. 19:59 Uhr. Eigentlich dürfte jetzt noch nichts hier sein, oder? Genau. Aber jetzt ist 20 Uhr. Wir haben 2 Millionen Zuschauer. 22% Marktanteil. Gibt es hier was Neues? Jawohl. Okay, dann können wir hier. Bhagwan-Anhänger, 22. Opfer des Laptop-Mörders von London. Aha. Imelda Marcos Irrenhaus. Also ich lasse den für 6.000 drin. Das bringt dem ja am meisten. Laura Dern, Berichte erlogen. Was auch immer. Aber wir sehen, wir haben jetzt 1,3 Millionen Zuschauer, Leute, weil wir vorhin einen Fernseher dazu gekauft haben. Also wir können Labaguette schon mal direkt reinsetzen, damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Direkt 40.000 mehr. Und André Design. Bis morgen Abend muss man das fertig zeigen. Sonst haben wir 15.000 Dollar an Strafe. Naja, schauen wir mal. Ich versuche jetzt nochmal einen Fernsehsender zu kaufen. Vielleicht finden wir noch irgend so einen Sweet Spot. Wenn die Maussteuerung besser wäre, hätte ich das hier schon längst gefunden wahrscheinlich. Aber ja, es zuckt und juckt an Stellen, die ich nicht will, also die Maussteuerung jedenfalls. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt. Gibt es hier nicht irgendwo? Hier muss es irgendwo noch geben. 1,9 Millionen. Kommt, Leute, das machen wir. Jetzt haben wir nämlich maximale Zuschauer von 10,9 Millionen. Allerdings wird das natürlich das sehr, sehr viel Geld kosten. Beim Tageswechsel immer. Seht hier die Studio, nee, nicht die Studio mieten, sorry. Auch nicht die Senderkäufe, sondern die Sendergebühren waren 30.000 bis jetzt. Und wir haben jetzt nochmal zwei dazu gekauft. Das heißt, es wird sehr, sehr viel sein. 60.000 wahrscheinlich schon. Wir kriegen aber jetzt noch ein Labaguette dazu. Muss ein bisschen Geld übrig lassen für die Werbung. Ich gucke erstmal in die Filmagentur rein. Ob wir da irgendeinen günstigen Film noch kaufen können. Oder einigermaßen günstigen Film. Was gibt's denn hier Schönes? Chronik eines angekündigten Todes. 28.000. 136 jetzt zu viel. Das macht blau. Okay. 90.000. Der dritte Mann. Glorreichen 7. Drei Blocks. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Was ist das hier? Hier können wir Good Morning Babylon kaufen. Wie ihr seht, kostet es 27.000. So was, wenn ein Film nicht aktuell ist, wie ihr seht, ist der Balken da nicht voll. Dann ist der Film auch günstiger. Lohnt sich eigentlich immer zu kaufen, weil wenn man da 2, 3 Tage wartet, kann man es teurer verkaufen. Werde ich jetzt auch, glaube ich, machen. Ich hole mir noch die Brücke am Kwai, weil die 40.000 kostet.
Wo ist dieser gebrauchte Film da? Good Morning Babylon hat einer unserer Konkurrenten verkauft. Ist ein bisschen doof von ihm. Der hat entweder dringend Geld gebraucht oder was auch immer. Ich hole mir, glaube ich, jetzt nichts mehr hier. Alles nicht mehr so günstig, beziehungsweise günstig schon, aber. Ja, aber wir brauchen Geld unbedingt noch für den nächsten Tag und für die für die Nachrichten und so weiter. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal Richtung Werbeagentur. So, weil die Werbung wird nämlich gleich gezeigt. Hier kommt gleich Geld dazu. Ups, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Da kam nochmal 40.000 für La Baguette rein. Jawohl. Dann gucken wir mal, was hier so gibt. Delikat. 5 Spots in 4 Tagen schaffen wir locker. Wir haben jetzt inzwischen genug. 2 Spots in 2 Tagen. Wie viel bringt das hier? 100.000. Oder Sun. 3 Spots in 2 Tagen. Lalalala. Ich warte erstmal ab, was als nächstes für eine Route kommt. 5 Spots in 2 Tagen. Ja, das ist zu viel. So viel Spots. Wenn wir stattdessen immer Bla Baguette zeigen, dann kriegen wir sogar 200.000, also 50.000 Dollar mehr raus. Okay, wir haben jetzt 1,5 Millionen. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt ein La Baguette. Was nehmen wir denn? Duban oder Delikat? 5 Spots in 4 Tagen. Das heißt, wir haben 4 Tage Zeit. Dann machen wir es so, wir holen das. Und meistens füllt er es immer mit La Baguette auf. Ach Mist, jetzt ist das Softjob. Dann nehmen wir vielleicht noch hier. Dann 3 Spots in 2 Tagen gibt 75.000 Geld. Ja, komm, das nehmen wir auch mit. Kommt schon ein La Baguette. La Baguette, da bist du mein Freund. Dankeschön. Also, jetzt erstmal die Newszentrale, ob wir eventuell neue News haben. Wir haben 14% Marktanteil. Hier gibt es 19 leider. Hier gibt es 28. Also, wir haben wieder einen Imageverlust, aber wird schon passen. So, da müssen wir dann tatsächlich schauen, dass wir jetzt die nächsten Tage auch die ganzen Werbungen wegkriegen, damit wir nicht so viel Strafe zahlen. Hier gibt es eine Neuigkeit. Hilferuf an die Welt. Das hole ich mir. Und wir setzen mal Deutschland, Regierung zu Supergirl, weil es schon 4 Stunden alt ist, die Nachricht. Gehen wir mal in unserem Büro. Und da gucken wir mal hier. Da haben wir noch 98.000 Geld. Sollte eigentlich passen. Hier, La Baguette, natürlich. Wir wollen ein paar Baguettes verdienen. So, Bike Shop brauchen wir jetzt noch nicht. André Design bringt noch 5.000, 15.000 Strafe. Meine 15.000 Strafe wäre jetzt nicht so schlimm, wenn wir hier zum Beispiel stattdessen Sand zeigen können oder sowas. Oder Delikat, ja, Delikat dort noch ein bisschen. Aber vielleicht können wir Sun irgendwie schaffen. Hier auf jeden Fall, also hier La Baguette, dann Sun. Vielleicht schaffen wir hier mit Maler unserer Zeit und Kultur heute Sun sogar bis zu Ende zu zeigen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich glaube nicht, weil hier die Sendung von Betty Bottablom heißt sie, erzählt exklusiv von den neuesten kulturellen Errungenschaften des Freien Westens. Wie ihr seht, Kritik 0, es ist ganz schlecht, das heißt, keine Sau wird das schauen. Ich glaube nicht, dass wir da 0,5 Millionen schaffen, vielleicht schon. Was steht denn hier mit Maler unserer Zeit mit Frau Modersohn Becker als Quotenfrau? Wer auch immer. Dr. Zhivago, einer der Monumentalfilme der Filmgeschichte mit Omar Sharif und Geraldine Chaplin oder Chaplin. Ja. Die Götterwelt von Bali, alle 412.000 balischen Götter werden vorgestellt. Na, das klingt ja spannend. 412.000 Götter werden innerhalb von einer Stunde vorgestellt. Okay. So, La Baguette haben wir jetzt wieder geschafft. Jetzt geht es auf 10 Uhr zu und wenn um 10 Uhr ist, dann versuche ich tatsächlich noch mal Werbung zu machen. Um 23 Uhr mache ich das nur dann, wenn ich wirklich viel Geld habe. Ne? Jetzt könnte ich versuchen, eigentlich 100.000 Geld zurückzuzahlen an den Boss, aber dann habe ich für morgen nicht genug Geld und dann bin ich im Minus. Also im Minus sein, das heißt nicht, dass man automatisch entlassen wird. Wenn man im Minus ist, man kann da noch weiterspielen, allerdings müsste da viel mehr verkaufen, dass sich das wieder rentiert und so weiter. Jetzt haben wir 1,4 Millionen Zuschauer. Ich hoffe, das hilft und vielleicht gibt es noch ein, zwei gute Nachrichten. Nee, schade. Das hätte jetzt geholfen. Ich überlege aber tatsächlich, ob nicht um 23 Uhr
Also um 0 Uhr, für 0 Uhr neue Nachrichten kaufe, wenn es da was gibt. Da muss ich erstmal schauen, ob es da. Wir beschleunigen mal kurz die Zeit. So. Wie ihr seht, geht jetzt die Zeit umso schneller. Ich will jetzt nicht noch versuchen, Labaguette zu holen, weil das Problem ist. Wobei, wenn das jetzt einfach so herumliegt, dann mache ich das nochmal. Ich gucke nochmal sicherheitshalber rauf. Kann ja sein, dass einer unserer Konkurrenten, die laufen nämlich hier auch rum, wie ihr seht. Das ist der blaue hier von Sun TV. Was zeigt denn der eigentlich? Karate Kid zeigt der erste Teil und Sun TV zeigt Daktari. Oh, wir haben keinen Punkt verloren. Das ist schon mal was. Guck mal kurz in die Werbeagentur. Also wie gesagt, die Gegner, die fahren hier auch durch die Gegend, holen sich auch Werbungen, holen sich auch Filme und so weiter. Man kann auch Räume blocken, dass sie irgendwo nicht reinkommen. Irgendwann wird man zwar aus dem Raum rausgeschmissen. Wie gibt's hier? Labaguette. Rushware gibt's. 3 Spots in 3 Tagen. Ich überlege gerade. Rushware können wir auf jeden Fall holen. Dann haben wir Zeit genug, das zu zeigen. Und vielleicht haben wir Glück und wir haben nochmal Labaguette hier. Ah ja, wunderbar. Okay, dann haben wir nochmal 40.000 verdient. Schnell in die Zentrale. Ja, wie ihr seht, der Aufzug fährt jetzt auch zu dem gleich. Ne? Wenn wir jetzt losgefahren sind, fährt der Aufzug wieder rauf zu dem blauen, weil er sich auch in den Aufzug hingestellt hat. Das heißt, er kann den Aufzug auch rufen. So, und wenn man eines der Räume anklickt hat, läuft da unser Spieler automatisch hin. Also der S. So, okay, dann machen wir lieber La Baguette. Dann würde uns zwar jetzt mehr Geld bringen, aber La Baguette mit einer einzigen Sendung liegt direkt 40.000, das heißt, Sun machen wir morgen. Zwar Maler unserer Zeit, da kann dann das letzte Stück von Sun gezeigt werden. Die Vögel sollte eigentlich einigermaßen Zuschauer haben. Ich glaube, da können wir mal vielleicht das Delikat loswerden. Rushware haben wir ja 2 Tage, Delikat haben wir sogar 4 Tage. Ja, dann machen wir Rushware vielleicht zuerst. Und Delikat vielleicht hier so. Schauen wir mal, ob das so aufgeht. Ja, jetzt haben wir 178.000 Geld. Also theoretisch könnte ich jetzt 100.000 zurückzahlen an den Boss. Und dann sollte es für morgen immer noch reichen. Aber ich weiß nicht, ob wir da noch Werbung kriegen. Deswegen versuche ich es mal lieber nicht. So. 12, 14. Wir sind am besten bei den Nachrichten. Jetzt schauen wir mal, was das an Quote bringt für die nächste Sendung. Die da heißt 0,65 sogar, okay. Ja, Salvador Dali, Maler unserer Zeit. Also der Serie mit der wunderbaren Quotenfrau Modersohn Becker, wer das auch immer sein soll. Okay, also das reicht. Sun wird durchgehen, aber Kultur heute glaube ich nicht. Ich glaube, da müssen wir irgendwas Schwächeres zeigen. So, die zeigen immer noch Karate Kid. Wasser, der Film. Ich glaube, das haben sie gestern schon gezeigt, ne? So, und wir haben nur 6% Marktanteil. Wir haben gesehen, in 2 Blöcken haben wir gar keine Zuschauer verloren, also Image verloren. Unser Image ist allerdings jetzt schon auf 23% runter. Weil, wie gesagt, wenn der unter 10 ist oder so, dann ist die Chance sehr hoch, dass man rausgeschmissen wird. Sun TV hat einen Punkt dazugekriegt und Fun TV meine ich und Sun TV sogar 3. Deswegen ist Sun TV hier Nummer 1 mit 40%. Aber macht euch keine Sorgen, wenn wir es schaffen, wie gesagt, irgendwann mal, wenn wir eine Semi morgen schaffen, dann kriegen wir schon einiges dazu. Das heißt, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Wartet mal ganz kurz. Dachwip, André Design muss bis morgen eigentlich gezeigt werden. Ich verzichte auf die 15.000 Strafe. Das ist mir wurscht. Da will ich lieber erstmal andere Sendungen, also andere Werbung zeigen, weil es einfach mehr Geld bringt. Auf die 15.000 können wir tatsächlich verzichten. Schauen wir mal, ob wir morgen auch wieder La Baguette kriegen. Ich könnte natürlich jetzt noch einen Sender dazu kaufen, aber das ist mir zu heikel. Ich glaube, ich werde mal die Zeit beschleunigen. Sollen wir versuchen, ob wir Sun zeigen können heute? Lohnt sich das geldtechnisch? Gibt es irgendwas Neues überhaupt in den Nachrichten? Ja, hier gibt es eine super Nachricht. Ich versuche es einfach mal, Leute. Schauen wir mal. Hier, Ihr Melder Markus kommt raus und hier Experten einig, keine Gefahr für Bevölkerung durch Supergau in Deutschland. Ja, natürlich nicht. Supergau. In Deutschland leben ja keine Menschen. Ne? Also da gibt es natürlich keine Gefahr. Ne? So, jetzt machen wir es mal spannend. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich muss jetzt Folge mal beenden. Wir speichern es mal auf die 2 drauf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.